Was soll denn der Scheiß? Ich hab keinen Bock mehr an. Hey Leute, erster Tag Dokumi. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Brauchen ungefähr von Dortmund 45 Minuten. Also ist gar nicht so eine lange Strecke. Und ich hoffe, es ist nicht so voll. Aber wir schauen einfach mal, was das Ganze heute so wird. Ich habe richtig Bock und ich freue mich auf alle möglichen Leute, die ich heute nochmal sehe oder selber auch kennenlerne. Und das wird ein richtig geiler Tag. Hallo. Manche Orben laufen. Nein, mach mal hier, ihr Gesicht ist wirklich. Eigentlich muss man das so richtig doof stellen. So. Was soll ich scheißen? Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Was, ne? Was, ne? Hallo Dokumi, ich habe ein paar YouTuber gefunden, aber das ist Paul. Guck mal, Paul. Hallo. Paul ist kein YouTuber. Und hier haben wir die YouTube-Gang. Oh, zufällig, hallo. Ja, und Winnie Wie. Die hat ihren dritten Band leider noch nicht veröffentlicht. August? Nein, da schaffe ich es nicht. Im August schaffst du es nicht, aber im September. Und das, da haben wir einmal den Animano. Was geht? Aber die lassen uns hier auch einfach nicht in Ruhe. Ich glaube, das reicht, oder? Ja, könnt ihr bitte woanders hingehen? Hier ist halt echt schon voll die Ecke. Okay. Ich kann es mir abschalten. Die bettelt immer nach Almosen. Das ist so schlimm. Nimmst du also gerade auf, wie du eine Frau, die Hunger hat, einfach verhungern lässt? Sie hätte doch nur gerne einen Crepe. Bella kann schön schauspielern, glaube ich. Das ist keine Schauspielerei. Dass du mir ein Chikishi gleich fertig machst, ohne dass ich mich angestellt habe. Ja, weil du mir so nett ein Crepe ausgibst. Wait a minute! Luca, erzähl uns doch mal, wie schön es hier ist. Wie schön es hier ist? Also ja. Hier ist mega schön. Ich habe schon gesagt, der Japan-Tag war... Aber du weißt, dass ich dich schon gefragt habe wegen der Dokumi und nicht wegen dem Japan-Tag. Ja, ich weiß, aber ich wollte gerade sagen. Und jetzt können wir den Schwenker zur Dokumi machen. Nö. Jörn hat mich zum Crepe eingeladen. Hat er jetzt doch eingeladen? Ja, ne, nett, doch oder? Kein Geiziger mehr? Nee. Okay. Ganz nett. Dann nehme ich das zurück, was ich gerade gesagt habe, dass der geizig ist. Einmal Geschmackstest. Das ist noch ein bisschen heiß. Okay. Teig ist gut. Mmh. Der ist super. Ja, sehr okay. Dünn, sehr leicht. Ja. Also kann ich nur empfehlen, dieses Produkt. Und? Ist super? Ist geil. Ich habe noch nichts von der Soße geschmeckt, aber sonst ist geil. You had one job. Yo, die wollen jetzt den Schatten. Tag ist super. Hab leider nicht so viel gefunden. Paul ist der Beste. Das, was sie sagt. Charlene ist auch extrem super. Einmal auf Instagram bitte folgen. Oh mein Gott. Richtig coole Zeichnung. Richtig enjoyable. Und alle Green Garden kaufen, ja, bitte. Einer der besten Manga auf dem Markt zurzeit. Abgeschlossen in 4 Bänden bei Ultraverse. Richtig gut. Eine Manga-Empfehlung schnell. Green Garden. Der schöne Schuhe von mir. Hallo. Ich werde hier verarscht. Warum? An diesem Stand, das ist ja unglaublich. Ja, genau. Jetzt verdrehst du alles, wa? Nö. Was ist jetzt der Plan? Wir folgen den Frauen. Wir folgen den Frauen, die haben den Plan.
ich habe zwei super geile Dorohedoro Cosplayer gesehen. Demon Slayer. Echt? Ist das wirklich so? Band 14, den Neustart haben wir schon nicht mehr. Den Schuber haben wir auch mitgenommen. Der kommt eigentlich erst nächsten Monat. Aber durch die Lieferung ist weit einfach früher bei uns schon da. Und da dachten wir, nehmen wir einfach mal 50 Exemplare weg. Die sind auch schon weg. Okay. Es hat eben angefangen zu regnen, da wurde es recht stressig. Heute am Sonntag geht es tatsächlich. Ich habe gehört, dass die Messe 90% ausgelastet sein soll. Das heißt, die hätten es wahrscheinlich auch geschafft, sie 100% auszuverkaufen. Das haben sie noch nie geschafft bei der Dokumi. Merkst du denn einen Unterschied zwischen Samstag und Sonntag, außer jetzt wegen dem Regen? Samstag war tatsächlich ziemlich krass. Also wir merken schon, dass es jetzt ein bisschen ruhiger wird. Dafür kommen mehr Leute zum Sprechen vorbei. Das finde ich super. Als nächstes kommt die Animagic. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Wir sind noch auf Comic Salon Erlangen. Wir sind noch auf der Frankfurter Buchmesse. Aber das sind ja keine so klassischen Anime-Conventions. Liebe Queen Sazan, es haben Leute tatsächlich meine Liebe geteilt. Das finde ich super. Ja, es war total mega. Also wir sind völlig überwältigt von dem Ansturm an Menschen und von der positiven Energie vor allem. Also man merkt, dass die Community gelächzt hat nach einem Event dieser Art und hat richtig viel Spaß gemacht. Was heute besonders gut ging, ist tatsächlich One Piece. Also da haben die wirklich ihre ganze Sammlung ausgestattet heute. Kam gar nicht genug nach, da nachzulegen. Ansonsten die Manga-Heroes rein liefen super, Naruto, Soul Eater und so weiter. Es war echt großartig, also wir waren tierisch aufgeregt, zum ersten Mal die Community zu treffen und wir sind echt überwältigt von dem Feedback. Es kamen so viele Leute an den Stand und haben uns gelobt und die Titel gelobt und das tut sehr, sehr gut. Es war ja sehr viel Arbeit und dieses Feedback zu bekommen, macht uns einfach nur glücklich. Also wir freuen uns schon auf das nächste Event. Unter die Dusche springen, es ist sehr, sehr warm und schwül hier und schlafen und nicht mehr reden. Das waren meine Highlights für die Dokumi 2022. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Manch einer von euch wird jetzt wahrscheinlich auch das Interview von Ultraverse oder Kaze bzw. Crunchyroll vermissen. Ich habe es leider einfach gar nicht geschafft. Es war so viel zu tun. Ich wollte mir das alles auf Sonntag legen und dann hat das einfach irgendwie vorne und hinten nicht mehr gepasst. Ich werde aber zusehen, dass ich nochmal die Kollegen an den Start bekomme in einem The Manga, also seid gespannt. Und ja, ich will mich hier nochmal ganz herzlich bedanken an all die tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte. Es war einfach überwältigend. Es hat mir so viel Spaß gemacht und einfach nur, es war mega. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, man merkt das wahrscheinlich. Ich freue mich da immer extrem drauf, nicht zu konsumieren auf der Dokumi, sondern einfach nur mit unterschiedlichen Leuten ins Gespräch zu kommen und da hatte ich extrem viel Spaß mit. Und ich freue mich da auch schon auf die nächste Dokumi und dann auch die anderen Messen, die dann 2023 dann anstehen. Ich werde dieses Jahr nicht mehr auf Messe aktiv sein. Das hat unterschiedliche Gründe, weil ich auch einfach extrem viel zu tun habe. Und ja, schauen wir einfach mal, was das Ganze so gibt. Und ich freue mich da auch schon auf die nächsten Veranstaltungen oder dergleichen. Auf jeden Fall, hey, war mega. Ich kann es einfach nur nochmal sagen. Danke nochmal an alle. Und ich denke, wir sehen uns in einem anderen Video. Gebt dem Video nochmal einen Daumen hoch und euch viel Spaß. Ich bin überwältigt. Ciao, ciao.